Leute, zurück zu einem neuen Video von mir. Und heute habe ich einen Special Guest hinter der Kamera, meine Schwester. Violet, hi. Meine Schwester war für mich einkaufen in einem 1-Euro-Laden und hat mir so ein paar Dinge gekauft, die ich noch nicht gesehen habe. Und ich werde die heute vor der Kamera für euch testen. Yeah. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und let's go. Oh, wie cool. Okay, ihr müsst wissen, ich liebe Dory. Ich habe das schon mal in einem Stream erzählt, dass ich mir so einen Fisch kaufen wollte, so eine Dory. Aber die kann man nur ins Salzwasserbecken machen. Und deswegen finde ich es umso cooler, Sachen von Dory zu haben. Okay, das machen wir jetzt mal auf. Was ist das eigentlich? Surprise Egg. Okay, also ist da irgendwas drin. Also muss man es aufmachen. Ja. Aber wie geht's auf? Musst du aufschneiden oder so. Ah, hier ist so ein... 2000 Jahre später. Haha, ich hab's. Hier ist ein Findet Dory Textmarker drin. Yeah, sowas wollte ich schon immer mal haben. Okay. Und das noch? Sticker. Oh, wie cool. Dory und Nemo. Oder ist das nicht Nemo? Nee, das ist von Nemo, der Papa. Aber voll cool. Oh, eine Handyhülle für mein Handy. Ich würde mal sagen, die machen wir direkt mal drauf. Wer kennt dieses Problem? Ich hasse es bei diesen Verpackungen. Warum können die nicht dann einfach aufgehen, wenn du das Teil hinten abreißt? Da gibt es bestimmt auch irgendeinen Trick. Könntest du mir eventuell mal eine Schere geben? Woo! Sie kämpft einfach. Nice. Okay, wir machen die jetzt mal drauf. Weg mit der alten. Die sieht echt cool aus. So palmmäßig. Ich habe Palmen aus Plastik. Aber die fühlt sich auch voll gut an. Voll schön. Oder was sagt ihr? Danke. Next. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Muss ich jetzt das ganze Video anlassen? Wow, eine Clownsnase! Dankeschön. Woo! Wollte ich schon immer mal haben. Du musst jetzt auflassen, ne? Ich krieg keine Luft, okay. Ey. Ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Screenshots auf Instagram. Was ist das? Eine Spardose. Warum ist da noch nichts drin? Eine Prinzessin in Spardose. Ich kann mich hiermit echt nicht ernst nehmen. Ich kann doch nicht mal richtig damit sprechen, Mann. Auf jeden Fall habe ich eine Einhorn-Spardose, aber die ist auch cool. Meine Lieblingsprinzessin war Belle. Welche war eure? Schreibt es mir in die Kommentare. Ein Anti-Stress-Bufferball. Oh, wie cool. Wer mal Stress hat oder so, der sieht echt cool aus. Okay, probieren wir den mal aus. Yeah! Ja! Lass mal hoch an die Wand. Noah. Hey. Hält mir so viel Schwung, hä? Oh, jetzt ist er weg. Hä? Jetzt liegt er unter der Heizung. Okay, weiter geht's. Was ist das? Ist das Knete? Mhm. Für Kids! Woo! Ich knete jetzt. Wow! Ich liebe es zu kneten. Kneten ist cool. Hey, man hat hier voll viele geile Einzelteile und lila Knete passen zu meinem Haar. Kann ich die Nase nicht eventuell mal abnehmen jetzt für dieses Knetprojekt? Ich krieg nämlich sehr schlecht Luft. So. Vielleicht kann man mich jetzt auch wieder etwas ernster nehmen. Definitiv nein.
Wir öffnen jetzt mal die lila Knete. Okay. Ich sehe schon, komm, vielleicht fliegt die Knete hier durchs ganze Zimmer. Was? Oh, die riecht so gut. Es gibt ja Leute, die lieben den Knetgeruch und es gibt Leute, die hassen den Knetgeruch. Das ist genauso wie mit Benzin. Ich finde, Knete riecht einfach geil. Oh mein Gott, man kann damit ein Schaf machen, glaube ich. Was ist das? Eine Spachtel und ein Messer? Ritsche, ratsche, ritsche, ratsche, ritsche, ratsche. Okay, wir formen mal eine Schlange. Ich glaube, das hat früher jeder gemacht. Schlangen. Okay, die Schlange fällt auseinander. Oder ein Schnurrbart. Bruh. Ach man, der Schnurrbart hält nicht. Bruh. Scheiß Schnurr. Luftkopf. Machen wir mal die weiße. Okay, und wie funktioniert das jetzt hier? Ich habe hier ein Schäfchen. Da machen wir die mal rein. So. Dann habe ich hier ein Teil, was dann... Okay, kann mir mal jemand erklären, welches 8-jährige Kind schafft es bitte, das hier rauszudrücken? Das ist so unfassbar schwer, das tut ja schon richtig weh. Tja, und was kann man jetzt machen? Man kann das Fell schneiden. Vielleicht sollte man das nicht auf seinem Bett machen, das... Was kannst du eigentlich? Cool, ich habe ein Schaf geschoren. Oder wie nennt man das? Seid ihr stolz auf mich? No! Wir haben noch Rose, die Farbe der Liebe. So, ich mache jetzt ein Herzchen für euch. Wir machen erstmal einen Kreis. Dann, dann drücken wir das platt. Und jetzt schneide ich euch ein Herzchen aus. Ich sollte vielleicht vorher sagen, dass ich nicht gerade künstlerisch begabt bin. Damit ihr Bescheid wisst. Ist das nicht ein schönes Herz? Dieses Herz ist nur für das Team Sisi. Okay, das ist vielleicht nicht das Schönste, aber es ist süß. Ein süßes Herz. Ein Slime-Macher-Gerät. Oh, wie cool! Das Slime! Und ein Elefant. Oh, wie geil. Ich muss mal kurz riechen. Also, er ist sehr, 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 sehr flüssig. Schon irgendwie so ein bisschen wie Wasser. Oh, aber irgendwie cool. Hättet ihr mal Bock auf so ein Slime-Video, was ich mit meiner Schwester zusammen mache? Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare. Aber der ist übel cool, der Slime. Der ist voll flüssig. Oh. Voll flüssig. Und wie funktioniert das jetzt mit diesem Elefant hier? Geil, das ist in dem Elefant drin. Ey, das nenne ich mal eine geile Erfindung, oder was sagt ihr, Leute? Los, ess es. Schöner Slime. Okay, den Rest machen wir wieder rein, aber jetzt ist das hier drin. Hört ihr das? Wir machen jetzt den... So, Leute, und das war's auch schon von dem Video oder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist mal etwas anderes. Ein ganz großes Dankeschön geht an meine Schwester, die mir die Sachen besorgt hat. Natürlich habe ich ihr Geld gegeben, aber sie hat alles ausgesucht. Ich fand das echt richtig, richtig cool, mal so Sachen auszuprobieren, mal wieder zu kneten und so. Manchmal vermisse ich das echt. Ansonsten verlinke ich euch am Ende des Videos wie immer meinen Vlog-Channel und ihr könnt auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Auf meinem Vlog-Channel kommen wirklich regelmäßig Vlogs online. Also falls ihr wissen möchtet, was ich so im Alltag mache, könnt ihr den gerne abonnieren und auch meinen Channel hier abonnieren. Weil ich mir jetzt eine kleine Challenge gesetzt habe, dass ich versuchen möchte, jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich weiß, dass es sehr, sehr krass ist und sehr, sehr krass wird. Aber ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen. Bye.